Hallo, meine Freunde. Wir glauben, dass jedes Tier eine Chance verdient, ein glückliches Leben zu führen. Aber einigen Tieren fehlt das Glück ganz besonders. So ist es auch bei PTIS, einem Kater, der schon mehrfach ein neues Zuhause finden sollte, aber leider immer noch keinen Menschen gefunden hat, der ihm ein dauerhaftes Zuhause geben möchte. Kein Tier sollte so leiden müssen wie dieser Kater. PTIS Leben verlief bis zu einem bestimmten Punkt recht erfolgreich. Leider ist sein Besitzer vor einigen Monaten gestorben. Seitdem hat dieses arme Tier viele schreckliche Momente erlebt. Nach dem Tod seines Besitzers landete er auf der Straße. Der Kater konnte mit dieser neuen Realität nicht umgehen. Niedrige Temperaturen und das Fehlen eines trockenen und sicheren Platzes führten dazu, dass das Tier erkrankte. Er verlor die Fähigkeit, sein Vorderbein zu benutzen. Ohne das schnelle Eingreifen von Fachleuten wäre wahrscheinlich eine Amputation erforderlich gewesen. PTIS Leben veränderte sich, als Freiwillige ihn in ein Tierheim und zu einer fürsorglichen Familie brachten. Endlich spürte er Wärme und Geborgenheit. Aber das Glück währte nicht lange, er wurde zurückgebracht. Dank der Pflege hat sich PTIS erholt und ist zu einem schönen, gesunden Kater geworden. Aber er sucht immer noch sein Zuhause. Ein Jahr voller Enttäuschungen hat Traurigkeit in seinem Herzen hinterlassen, und er sehnt sich nur nach einen Menschen zu finden, der ihm die Türen seines Hauses und seines Herzens öffnet. Sein trauriges Schicksal ist eine Erinnerung daran, dass auch die sanftesten Seelen Liebe und ein Zuhause brauchen. Wir hoffen, dass jemand sein leises Miauen hört und diesem verlorenen Kater neue Hoffnung und Liebe schenkt. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank!